Hallo und willkommen zurück, wieder von dieser Stelle. Da ich hier ein bisschen mehr Platz brauche und mal ein bisschen mehr Platz machen muss. Ja, wir haben im Moment 1:32 Uhr an diesem Samstag, den 11.03. Ja, wir spielen natürlich eine Runde Overwatch. Wie soll es auch anders sein? Und zwar gibt es auch noch kleine News für meine Zuschauer. Und zwar gibt es jetzt ein Statement für den Serverbrowser. Und zwar haben Leute diesen ausgenutzt. Ja, sie haben sich, ich zeige euch das mal. Arcade, Spiel finden. Und zwar kann man hier nämlich was eingeben. Und zwar gibt man hier ein XP. Und man sieht, AFK XP Farm oder XP Farm. AFK XP Farm ist nicht mehr in dieser Art erlaubt. Warum? Du stehst darum, also du joinst in diesem Spiel rein, suchst einen Charakter aus und dann wartest du 30 Minuten ab. Das Ding ist, es ist ein Übungsgefecht. Jetzt denken sich manche so, ey, du kriegst doch fürs Übungsgefecht gar keine Erfahrungspunkte. Falsch. Du kriegst für ein Übungsgefecht 6000 Erfahrungspunkte. So. Je nachdem. No? Es gibt natürlich auch andere Varianten. Und zwar gibt es so wie hier Kontrolle. Das ist nämlich, glaube ich, auch einer von denen. Ist ja klar, du eroberst einen Punkt. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Die stellen das auf die höchste Zeit, die man braucht, um einen Kontrollpunkt zu erlangen. Und dann warten sie alle. Machen Blödsinn, keine Ahnung. Sind aber in der Zeit gar nicht AFK. Ich weiß nicht, ob das wiederum verboten ist. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, ne? Sehen wir dann, was jetzt rauskommt. Denn die Benutzer für die AFK-Sektion werden gesperrt. Es wird eine Sperre nach sich ziehen. Ja. Mehr hat man dazu nicht mehr gesagt. Jeff hat einfach nur gesagt, so, ja, ist nicht mehr. Bitte hört auf damit. Aber die Leute hören ja nicht, wie man meint, ne? Das ist ja schnell verdiente EP. Und gerade die kleinen Leute, also die gerade erst angefangen haben, nutzen das anscheinend. Das wäre ja blöd, wenn man mit Level 6 gleich gesperrt ist, ne? Andere werden gar nicht gesperrt, weil sie irgendwelche Bots oder Programme benutzen, die noch nicht erkannt werden. Und dann werden Leute gesperrt, weil sie XP-Farm machen. Okay, XP-Farm in der Situation hatten wir ja schon geklärt gehabt. Ist ja erlaubt. Nur irgendwas trinken. Egal. Nom, 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 nom. Ja, ich habe jetzt heute den ganzen Tag. War ich auf der Arbeit. Ja, ist am PC gewesen. War echt schön. Den ganzen Tag. Durfte mir ein Seminar anhören über die Verhaltensstrukturen im Internet. Was hinterlassen wir und was. Also das nehmen wir uns gefällt. Und was hinterlassen wir und was akzeptieren wir eigentlich bei den AGBs? Ich hoffe, ihr lest euch die immer super durch, denn manche AGBs, wie auf Instagram, sind auf Englisch. Und da denkt man sich, okay, einfach akzeptieren so. Aber ihr müsst mal googeln und gucken, was Instagram mit euren Daten macht. Und diese Daten werden verkauft. So, auch eure Bilder gehören zwar euch, aber die können sie benutzen. Und wenn du irgendwelche falschen Bilder hochlädst, also die sie nicht, denen ihr nicht gefällt, können sie rauslöschen. So. Sie können dir auch ohne Grund einfach den Account sperren.
Du verkaufst deine Daten im Internet. Machst du aber auch bei Amazon. Amazon hat auch, wer schon mal bei Amazon sich angemeldet hat und da die AGBs noch nicht durchgelesen hat, der hat natürlich Pech gehabt. Denn da steht sowas drin, ich kann es jetzt nicht immer so richtig wiedergeben. Auf jeden Fall meldest du dich ja an, dann kaufst du da was und dann gibst du natürlich auch an, hier und das, da wohne ich, das ist meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer vielleicht noch hinterlegt, Name, Geburtstag und schon haben sie dich und dann können sie diese Daten verkaufen. Dann gucken sie die Leute oder halt Amazon, was du gekauft hast. Dann wird auch hinterlegt, welchen Betrag du schon ausgegeben hast, in welcher Zeit. Und dann wird herausgefunden, okay, der Mann hat Geld oder der Mann hat kein Geld. Oder die Frau hat kein Geld und die Frau hat Geld. So immer hin und her. So. Und dann ist es im Deep Web meistens so, wer sich damit immer ein bisschen befasst hat, gibt es, kann man ja alles kaufen. Man kann alles im Deep Web kaufen. Alles, was es gibt. So, du kannst was da bestellen und dann hast du es. Ne? Und deine Daten werden da auch angeboten. Und da liegen Daten zwischen 10 Cent oder 180 Euro. Aber das Problem ist, es ist auch, wie sagt man, legal. Kann auch nicht zurückverfolgt werden, weil in dieser Währung wird da bezahlt, in der Bitcoin-Währung. Ich weiß gar nicht, ein Bitcoin 150 Euro. Irgendwie so. Wer weiß, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall steigt das und sinkt das immer wieder. Ja, und das durfte ich mir dann auch mal anhören, ein paar Stunden, so was auch bei den WhatsApp steht. Denn WhatsApp hat durch diesen Kodex, ich weiß gar nicht mehr, wie der genannt ist, dieser Verschlüsselungskodex, irgendwie so, dass alles verschlüsselt ist, was du deinen Partner da schickst oder so, mit deinem Schreibpartner. Das stimmt nicht mehr, also. Ach, verdammt. Ja, und das durfte man sich dann die ganze Zeit anhören. Ach, Manu. Hat sie gerade... Ach ja. Dass WhatsApp deine Fotos und Texte, die ihnen gefallen, benutzen dürfen. Das steht in den AGBs drin. Aber... Da ist jetzt im Moment... Ach komm schon, ey. Da im Moment das Berliner Gericht irgendwie, ja tschüss Handy, gegen WhatsApp klagt oder irgendeiner hat geklagt. Und jetzt muss WhatsApp ihre Datenschutzverordnung auf Deutsch schreiben.
Also auf jeden Fall, ne? Wisst ihr Bescheid über manche Themen. Hoffentlich. Also ich brauche jetzt gar nicht um die Ecke zu gehen, weil Widowmaker weiß, wo ich bin. Alter Schwede, ey. Kommen wir da überhaupt nicht mehr durch, oder was? Also, ja. Oh ja. Ich glaube, das lag am Anfang, weil ich einfach nur unkontrolliert irgendwas gemacht habe. Aber was soll's. Ist mir egal, ich hab noch Running Flame weggeholt. Also da ist es meine Fettigkeit. Aber ja klar. Wow. 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 Kann man mal so machen, ne? Schon wieder Dorado? Ach, verbleibende Zeit. Ja! Was haben wir sonst noch gemerkt, so? Ist okay, ich rede nicht mehr, Spiel. Ist okay. Kann ich wenigstens ein bisschen rumalbern. Ja. Was geht mir an? Ich erinnere mich so an den Teil des Tages. Weil das der einzige interessante Teil war, wirklich, wo man dann auch noch erfahren hat, so, ja. Dass es Leute gibt, die... Und passt auf eure, wenn ihr eine Kreditkarte habt oder so auf. Wenn Leute hinter euch stehen mit dem Handy, dann würde ich das ihnen gleich aus der Hand schlagen. Vorsichtshalber. Weil diese Leute können durch ein Programm einfach eure Kreditkarte fotografieren und sagen, ey, yo, jetzt habe ich deine Daten und die biete ich dann Kontostand einfach mal im Deep Web an. Oh, dachte man sich auch, okay. Kann man ja mal machen, ne?
Boah, mir juckt die Nase. Und eine Propelle, ich kann mich hier ein bisschen streifen, da so ich bin müde. Ach, verdammt, ey. Aber ich muss wach bleiben. Wir haben ja erst 1.55 Uhr. Na, 7.40 Uhr. Na, oh, Widowmaker. Man hat mir meinen Gegner geklaut. Man hat, hätte ja klappen können. Ja, ja. Der soll die Nacht lieber die Leute heilen. Wir sind doch alle hier. Weiß nicht warum. Nicht mit mir heute. Ja. Er hat nur... Er hat mich abgesehen? Wow, das muss ein sehr schlechter Soldier sein. Oh ja, das ist ein sehr schlechter Soldier. Man merkt das schon. Ich habe zwei Eliminierungen. Zweimal war es Büdo. Muss doch gar nicht wissen, wo wir sind. Wir sind alle hier. Ja.
Hä? Sie dreht sich um und schießt. What the fuck? Mit Glück hat er es geschafft. Wow, für einen Typen hat sie es ausgegeben und keiner hilft. Sebastian, Alter. Nur 14 Jahre alt. Schnauze voll, ey. Mir scheißegal, ob die Ulti weg ist. Oh, wow! Tolles Team jetzt geworden, ey. Alles am Arsch, ey. Hier, fickt euch. Ja, hä? Leute, spielt die überhaupt noch mit? Spiele ich alleine oder was jetzt? Fordert mich nicht heraus, wenn ich schlechte Laune habe. Dankeschön für die Hilfe. Ach, sterben alle und dann. Ach ja. Na ja, gehen wir auch mal raus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.